Und so kleine Dinge, die mir immer wieder auffallen, wenn die Leute kein Headset haben oder freisprechen und Rückkopplungen. Und ja. Das benutzt ihr da so eine Sprechspinne? Nö, Was einfach Hörer ans Ohr klemmen oder Headset. Ich finde natürlich Headset viel angenehmer. Mhm. Dieses MacBook ist ja mittlerweile eigentlich so gut, dass man mit dem MacBook auch ganz gut so einfach so telefonieren kann. Aber das ist natürlich doof, wenn andere Leute im Raum sind. Erst recht, wenn die in derselben Konferenz sind. Und man kann dann nicht gut tippen, weil natürlich das Mikrofon hier irgendwo drin ist. Das heißt, wenn man tippt, während man einfach ohne Headset telefoniert, dann hören die anderen das ziemlich laut. Ja, vielleicht noch ein letzter Tipp für mich. Ich habe gestern das erste Mal, weil ich unterwegs war, in einem Restaurant eine Telefonkonferenz mit meinem Studierendenteam gemacht. Und dann sagte natürlich jemand, dass ich hatte keinen Kopfhörer dabei, das ist unangenehm, obwohl andere Leute ja auch sprechen. Machst du das manchmal auch unterwegs? Sehr ungern. Ja. Praktisch, man findet nicht einen stillen Ort für diese Dinge. Ja, also man kann es natürlich im Zug, kommt auf die Tageszeit an, zu der man fährt. Also wenn man nachmittags um 3 Zug fährt, dann kann man es gut machen. Im Auto kann man es natürlich auch gut machen, wenn man Headset macht. Also ich habe schon manchmal bewusst Telefonkonferenzen gelegt, auf eine Zeit, wo ich wusste, ich fahre mit dem Auto von St. Gallen nach Zürich, was ich ja nur in Ausnahmefällen mache. Aber wenn ich es mache, finde ich, kann man mit einer Telefonkonferenz sehr gut die Zeit sich vertreiben beim Autofahren, mit Headset natürlich. Im Zug finde ich es sehr nervig, weil ich auch es unmöglich finde, wenn ich im Zug sitze und jemand anders telefoniert eine Stunde, finde ich eine Zumutung. Also gibt es nicht irgend so einen Tipp, ein Museum suchen oder ein Polizeipräsidium? Starbucks, denke ich, ist immer ein guter Tipp, weil da sowieso irgendwie so ein Grundrauschen ist, sodass es nicht so ruhig ist wie im Zug, sodass man eigentlich die Leute weniger stört. Und im Starbucks hat man natürlich WLAN. Das heißt, man kann dann auch, wenn man es wieder mit VoIP macht, kann man wieder gratis telefonieren.